Das ist jetzt mein allerletzter Versuch mit denen für heute. Ich mache das jetzt angeblich mit Backpulver. Und zwar, das ist ja Natriumhydrogencarbonat und das soll man normalerweise einwirken lassen. Und das ist eigentlich auch immer bekannt, dass man dann mit Backpulver das Ganze anlösen kann. Legen wir es mal drauf an. Aber das allerletzte Versuch. So, Zeit ist abgelaufen, jetzt nehmen wir das Ding raus. Guck mal, was es gebracht hat. Auch beim Backpulvertrick kann man nur sagen, so richtig brutal harte Flecken, die kriegst du dann nicht mehr raus. Das Blech schmeiße ich so oder so weg, aber ist trotzdem interessant. Das zum Beispiel, das war diese konzentrierte Essigsäure, das war Ameisensäure, das war normaler Essig. Und jetzt müsste man halt normalerweise reiben wie die Sau, dann würde man es auch wegkriegen. Allerdings ist hier mechanische Arbeit trotzdem vonnöten.